Die Not ist groß, das Vertrauen ist weg. Alle Umfragen zeigen das. Beispiel Sachsen. Da ist die SPD auf 7% geschrumpft. Also sag ich mal, undemokratisch ranzugehen und der AfD zu sagen, übrigens, die AfD ist eine Fraktion und die AfD hat keinen Bundestagsvizepräsidenten seit 6 Jahren nicht. Sie brechen hier seit 6 Jahren ihr eigenes Geschäftsordnungsrecht, damit sie ihr eigenes Süppchen ungestört kochen können. Die vorgeschlagene Steuererhöhung bringt etwa 450 Millionen Euro im Jahr ein. Diese Summe soll nicht anderweitig eingespart werden können. Wer soll das glauben? Herr Habeck, Herr Lindner, Herr Scholz. Sie haben es tatsächlich geschafft, alle unterschiedlichen Beteiligten aus der Branche, alle Gewerke und fast den gesamten Mittelstand auf die Straße zu bringen. Für sage und schreibe 1 Promille mehr Steuereinnahmen, weil Sie unfähig sind, einen verfassungsgemäßen Staatshaushalt aufzuschalten. 1 Promille, 400 Millionen mehr Einnahmen, bei 400 Milliarden Euro Gesamtsteueraufkommen, wollen Sie ganze Wirtschaftszweige in Deutschland tatsächlich ruinieren. Noch nie zuvor hat eine Regierung unser Land so vor die Wand gefahren wie diese, die heute noch nicht mal da ist. Die Bürger leiden unter explodierenden Preisen für Energie und Lebensmittel, dazu Wohnungsnot, Heizungsgesetz, kaputte Brücken und Straßen, marode Schulen. Die Industrie flieht aus dem Land hinaus und Millionen kulturfremde Asylanten strömen ungehindert hinein. Was für ein Desaster, was für eine furchtbare Bilanz, meine Damen und Herren. Deutschland bebt unter dem Aufschrei verzweifelter Bauern, Fuhrunternehmer, Handwerker, Restaurantbetreiber. Die Not ist groß, das Vertrauen ist weg. Alle Umfragen zeigen das. Beispiel Sachsen. Da ist die SPD auf 7% geschrumpft. Kommt vielleicht nicht mal mehr ins Parlament, FDP und Grüne auch nicht. Und die AfD ist schon bei 35%. Wir sind aktuell 5-mal so stark wie diese Kanzlerpartei. So geht Demokratie, meine Damen und Herren. Die Wähler strafen Sie ab. Die Wähler strafen Sie ab mit einer Urgewalt, die in der Geschichte der Bundesrepublik einmalig ist. Panik macht sich breit. Man kann Ihre Angst geradezu riechen. Und wie gehen Sie damit um? Wie gehen Sie damit um? Je höher die Umfragewerte der AfD, desto bösartiger diffamieren Sie unsere Partei. Konnte man gerade in der Debatte wieder sehen. Sie schrecken vor gar nichts mehr zurück. Das Niveau sinkt ins Bodenlose. Fäkalsprache. Besseres fällt Ihnen nicht mehr ein. Der Spitzenkandidat in der FDP für die Europawahl fällt auch nichts Besseres ein. Sie bezeichnet die AfD als einen dreckigen Haufen Kot. Und die über 10 Millionen Wähler der AfD als schmutzige Schmeißfliegen, ich zitiere, je höher der Haufen Scheiße, so die FDP-Spitzenkandidatin, umso mehr Fliegen sitzen drauf. Pfui Teufel, wenn die Wähler Ihnen die Macht entziehen, dann werden Sie als Schmeißfliegen beschimpft. Das ist Ihr Verständnis von Demokratie. Aber auch für diese Arroganz wird der Wähler Sie an den Wahluhren bestrafen. Gleichzeitig verfälschen Sie unsere politischen Forderungen im Kern. Ein Beispiel. Wir fordern seit jeher die Rückführung bzw. Remigration aller Migranten, die nach Recht und Gesetz keinen Schutzanspruch haben. Es geht dabei um rund 300.000 endgültig abgelehnte Asylbewerber und zudem um die Ausländer, die nur vorübergehend als Bürgerkriegsflüchtlinge Schutz genießen. Und dieser Schutz endet, wenn der Krieg vorbei ist. In Syrien ist der Krieg vorbei, also müssen 600.000 Syrer zurück. Selbst Dänemark, von Sozialdemokraten regiert, schickt die Syrer nach Hause. Das ist die Remigration, die wir fordern. Und diese Remigration ist nicht gegen Recht und Verfassung, sie ist die Durchsetzung von Recht und Verfassung. Wir sind die Verteidiger des Rechtsstaats, und Sie sind Ihre Gegner und arbeiten auch hier mit übelsten Mitteln gegen uns. Man hat heute wieder gehört, Politiker von Ampelunion verfälschen unsere Forderungen, gerade beim Thema Remigration. Auch in der Tagesschau der AfD war die Woche zu hören, der ARD war die Woche zu hören, unter dem Begriff Remigration verstehe die AfD
die Zwangsausweisung bis hin zur Massendeportation von Millionen Menschen. So Ihre Rede, so ARD und ZDF. Was für eine hinterhältige Kampagne von Politikern und Journalisten der abgewirtschafteten links-grünen Klasse. Aber die Bürger durchschauen sie. Die glauben ihren Schwachsinn nicht mehr. Wir erleben das Ende einer Epoche. Wir erleben jetzt hier das Ende der links-grünen Dominanz in Deutschland, meine Damen und Herren. Und gegen diesen Abstieg wehren sich Habeck und Kühnert und Co. mit allen Mitteln. Da werden sie jetzt kleine private Debattierclubs zu gemeingefährlichen Geheimtreffen aufgeblasen, so jüngst. Eine Runde von Unternehmern, Freiberuflern in Potsdam, die sich regelmäßig zum Gedankenaustausch treffen. Diese Runde hatte Gäste aus der Politik eingeladen. 4 von der CDU, 4 von der AfD und 2 von der Werteunion. Und was sonst irgendein Vortragsredner auch immer sagt oder nicht sagt, kann nicht der CDU oder der AfD zugeordnet werden. Wie verzweifelt muss man sein, um auch daraus eine Kampagne gegen die AfD zu konstruieren, wie Sie das heute wieder versuchen? Meine Damen und Herren, die Zeiten, in denen solche Politgaukler alle Macht hatten, sind vorbei. Der Wind dreht sich. Für Deutschland kommt etwas Neues. Für Deutschland kommt die AfD, ob Sie es wollen oder nicht. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auch guten Morgen von mir, von diesem Rednerpult aus. Wir haben den Antrag auf Abwahl der Vizepräsidentin nicht vorgelegt, sondern wir haben den Antrag auf Abwahl der Vizepräsidentin gestellt. Er ist einfach nur nicht verteilt worden, weil Sie und Ihre Verwaltung gesagt haben, nee, das ginge alles gar nicht. Und damit befinden Sie sich mit Verlaub, Frau Präsidentin, auf dem Holzweg, was die juristische Einordnung dieser Angelegenheit angeht. Sie haben richtig zitiert. Sie haben richtig, auf dem Holzweg sind Sie auch. Richtig zitiert haben Sie § 2 Absatz 1, Satz 1 der Geschäftsordnung, nach der für die Dauer einer Wahlperiode der Präsident und die Vizepräsidenten gewählt werden. Das heißt aber mitnichten und nicht ansatzweise, dass sie nicht abgewählt oder nicht das Amt auch verlieren können. Denn nach Ihrer Rechtsauffassung wäre es ja sonst so gewesen, dass Philipp Jenninger, wir erinnern uns, es war ein CDU-Bundestagspräsident, der durch eine misslungene Rede zum Rücktritt genötigt wurde, hätte gar nicht zurücktreten können. Da hätten Sie auch argumentieren können. Nein, Philipp, du musst im Amt bleiben. Du bist ja für 4 Jahre gewählt. Das funktionierte ja auch nicht. Daran sehen Sie mal, wie krude Ihre Rechtsauffassung ist, dass jemand, der in ein Amt gewählt wurde, nicht rausgewählt werden kann. Und Sie verkennen, Sie kennen bei Ihrer Holzwegbeschreitung auch den Paragraphen 2 Absatz 1 Satz 2 der Geschäftsordnung, wo drin steht, jede Fraktion hat Anspruch auf mindestens einen Bundestagsvizepräsidenten, jede Fraktion. Und da haben wir natürlich jetzt die Situation, dass es die Fraktion der Linken überhaupt nicht gibt. In der Geschäftsordnung finden wir nicht den Hinweis, jede Gruppe oder jeder, der sich dafür hält, oder jeder Einzelabgeordnete, ich schaue da beispielsweise zum Kollegen da oben, kann Vizepräsident werden. Nein, die Geschäftsordnung regelt ganz klar jede Fraktion. Und das heißt im Umkehrschluss, jeder, der über ein Fraktionsticket in das Bundestagspräsidium gesegelt ist, der hat keinen Anspruch darauf, Vizepräsident zu bleiben. Ganz einfach. Ich habe es versucht, in einfacher Sprache beim letzten Mal auszudrücken. Ich versuche es für die Grünen insbesondere noch mal in einfacher Sprache. Eine Fraktion, ein Vizepräsident, keine Fraktion, kein Vizepräsident. Das müsste den Grünen eingängig sein und dem Rest des Hauses eigentlich auch. Meine Fraktion habe ich von dieser Rechtsansicht schon überzeugt. Das war eigentlich gar nicht so schwierig. Und auch legitimationstheoretisch ist es natürlich völlig absolut wichtig, zu erfahren, ob der jeweilige Bundestagsvizepräsident die Mehrheit des Hauses hinter sich hat, obwohl er keiner Fraktion mehr angehört. Und so ist es ja hier. Das können Sie natürlich nur herausfinden durch eine Wahl, durch den Abwahlantrag. Sie können den Abwahlantrag dann in der Sache ja selber beim Abwahlakt ablehnen und mehrheitlich dagegen stimmen. Aber hier, also sage ich mal, undemokratisch ranzugehen und der AfD zu sagen, übrigens, die AfD ist eine Fraktion und die AfD hat keinen Bundestagsvizepräsidenten seit 6 Jahren nicht. Sie brechen hier seit 6 Jahren ihr eigenes Geschäftsordnungsrecht, damit sie ihr eigenes Süppchen ungestört kochen können. Ja? Also es gibt keine andere Möglichkeit, als herauszufinden, ob ihre seltsame Auslegung der Geschäftsordnung Bestand hat. Deshalb bitten wir Sie abschließend, dienen
helfen und stärken Sie der Demokratie, auch in diesem Hause. Halten Sie sich einfach schlicht an Ihre eigenen Regeln und stimmen Sie unserem Antrag zu. Und wenn ich in Ihre Gesichter reinschaue, habe ich keinen Zweifel, dass auch ich es geschafft habe, Sie jetzt davon zu überzeugen, dass wir gemeinsam den demokratischen Weg gehen und nicht den formalistischen, dass wir gemeinsam sagen, ja, wir behandeln den Antrag und dann können Sie in der Wahlkabine abstimmen, wie Sie wollen, aber verhindern Sie nicht offensichtlich zulässige Anträge meiner Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Frust der Bauern ist der Frust des ganzen Landes. Landwirte, Handwerker und Unternehmer sind seit dem 18. Dezember 2023 in ganz Deutschland auf der Straße, um für ihr Überleben als deutscher Mittelstand zu kämpfen. Ganz aktuell nahmen an der zweiten Großdemonstration am Brandenburger Tor laut Veranstalterangaben bis zu 30.000 Menschen und mehr als 3.000 Fahrzeuge teil. Ebenfalls unterstützen große Teile der Bürger unseres Landes diese Proteste. Und wer unterstützt aktuell diese Bundesregierung? So gut wie niemand mehr. Lediglich 17% in Deutschland sind noch mit der Arbeit dieser Ampel zufrieden. Kein Wunder, wo diese doch noch nie Politik für das deutsche Volk gemacht hat. Die Wut des Volkes ist damit zu begründen, dass die Bundesregierung lieber das Geld für alles und jeden ausgibt, nur nicht für jene 17 Millionen Menschen in Deutschland, die den Rest der Republik mit ihrer Händearbeit schultern. Schauen wir uns das Fiasko der Ampel doch mal genauer an. Der Agrardiesel wird ab dem Jahr 2026 voll besteuert. Damit werden unseren Landwirten jährlich 440 Millionen aus dem ländlichen Raum entzogen. Ein Blick zu unseren Nachbarn lohnt sich. In Belgien und Luxemburg fahren die Landwirte ohne jegliche Besteuerung auf Agrardiesel mit dem Schlepper rund 60 Cent je Liter billiger als bei uns in Deutschland. Nächstes Beispiel, Lkw-Maut. Seit Dezember 2023 wurde dieser massiv angehoben. Damit belastet die Ampel laut Haushaltsplan die Bevölkerung mit gut 7 Milliarden Euro jährlich zusätzlich. Als letztes sei noch die Gastronomie angesprochen. Die 7% auf Speisen müssen wieder her. Obwohl unser von permanenter Amnestie geplagter Kanzler im Wahlkampf versprach, diese Erhöhung würde es niemals mehr geben, gilt sie bereits seit 14 Tagen wieder. Aber egal ob Warburg Bank oder Wahlversprechen, solche Gedächtnislücken sind ja mittlerweile das Markenzeichen dieses Kanzlers. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf der anderen Seite muss man sich aber nur anschauen, wofür die Ampel das deutsche Steuergeld so zum Beispiel einsetzt. 30 Millionen für saubere, bezahlbare und sicher innere Energie in Südostasien. 106 Millionen für klimafreundlichen ÖPNV in Lateinamerika. 131 Millionen für die Modernisierung der Stromverteilung in Bangladesch, während in Baden-Württemberg der Blackout droht. Rund 400 Millionen für Darlehen an Binnenflüchtlinge im Irak, die der Bund natürlich bezahlt, wenn diese nicht zurückgezahlt werden können. Rund 1 Milliarde für klimafreundliche urbane Mobilität und andere Klimaprojekte in Indien. Und mal ganz nebenbei, bis 2030 werden wir rund 10 Milliarden Euro Entwicklungshilfe an Indien zahlen, wenn Indien sich gleichzeitig für 1,5 Milliarden ein eigenes Raumfahrtprogramm leistet. Ich persönlich wäre ja sogar bereit, dieses Geld zu bezahlen, aber nur unter der Bedingung, dass Sie die Mitglieder dieses Bundeskabinetts gleich mit auf den Mund schießen. Und mein ganz persönlicher Liebling, rund 500.000 Euro für die Förderung positiver Maskulinität in Ruanda. Warlord mit Machete, Goldkettchen und Kalaschnikow? Oder was bitte muss ich mir darunter vorstellen? Und Sie wollen unseren Bürgern wirklich erzählen, es wäre kein Geld für die Bauern da und wir müssen alle den Gürtel enger schnallen? Schämen Sie sich eigentlich nicht abends vor dem Spiegel für diese Politik, die Sie hier in Deutschland betreiben? Nein. Allein für diese Maßnahmen müssen unsere heimischen Landwirte und Spediteure sowie Gastwirte und Handwerker bluten, weil diese Ampel Politik für die Welt macht und nicht für Deutschland. Deswegen traut sich der Kanzler auch nicht, persönlich mit Landwirten, Handwerkern, Spediteuren oder Gastronomen zu sprechen, weil er diesen Mittelstand verraten hat und sich dafür lieber 3 neue Luxushelikopter für insgesamt 200 Millionen Euro gönnt. Meine Damen und Herren, am Montag war ich mit unserer Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und vielen anderen Kollegen, die heute auch wieder hier sind, auf der Bauerndemo und habe den Menschen zugehört, die sich Sorgen um ihre Unternehmen, ihre Zukunft und um Deutschland machen. Wir als AfD sprechen diese Sorgen und Nöte in den Parlamenten bereits seit Jahren an und stehen an der Seite von Landwirten, Handwerkern, Spediteuren und Gastronomen. Am Ende meiner Rede möchte ich noch gerne ein paar Worte an diejenigen richten, die trotz Kälte vor dem Brandenburger Tor demonstrieren und ausharren.
bleibt standhaft und steht weiter für eure gerechte und berechtigte Sache ein. Nehmt keine faulen Kompromisse dieser Ampel hin, sondern zeigt der Regierung, was ihr von ihr haltet. Schließen möchte ich mit einer aktuellen Bauernregel. Wenn die Ampel endlich fällt, hat der Bauer viel mehr Geld. Wir debattieren, während sich Bauern in Berlin versammelt haben. Sie demonstrieren aus vielen Gründen. Doch formell ist es die Steuererhöhung auf Agrardiesel im heute hier beratenden Gesetz. Die Regierung bezeichnet das als Streichung einer Subvention. Doch in Wirklichkeit ist es einfach nur eine Steuererhöhung gegen die Landwirtschaft, die aus guten Gründen der Daseinsvorsorge etwas geringere Dieselsteuern bezahlt. Andernfalls wird das direkt zu höheren Nahrungsmittelpreisen für alle führen oder zu mehr Import und zum Höfesterben. Die vorgeschlagene Steuererhöhung bringt etwa 450 Millionen Euro im Jahr ein. Diese Summe soll nicht anderweitig eingespart werden können. Wer soll das glauben? Herr Habeck, Herr Lindner, Herr Scholz. Nur mal so als Tipp. Mit einer Streichung alleine nur von Projekten mit Genderbezug, nur für Pakistan, Senegal und Kolumbien aus dem deutschen Haushalt, kommen Sie schon sehr weit. Nehmen Sie noch Ihre Zahlungen zur Sexualaufklärung in Mosambik hinzu, und schon haben Sie das Agrardieselsteueraufkommen eines Jahres eingespart. Nehmen Sie noch Ihre Zahlungen für klimafreundliche urbane Mobilität in der Zentralafrikanischen Republik oder in Indien hinzu, sowie für Energiereform in Indien oder für Impfstoffe in Benin. Und Sie müssen bis in die nächste Legislaturperiode den Bauern nichts mehr wegnehmen. Oder falls Sie näherliegende Einsparmöglichkeiten zur Entlastung deutscher Landwirte suchen, alleine nur der ohnehin überfällige, längst überfällige Stopp des völlig überdimensionierten Protzanbaus am Kanzleramt würde die Mittel von zwei weiteren Jahren Dieselsteuer einsparen. Ein Verzicht auf die Förderung grüner Energie in Afrika würde die Steuer 8 Jahre lang finanzieren. Ein Verzicht auf grünes Wachstum in Indien brächte sie gar bis ins Jahr 2046. Doch das ist, in Ihren Worten von eben, Herr Lindner, ebenfalls alles erhalten geblieben im Haushalt. Und dann gibt es seit gestern nun auch noch die nur als megalomanisch zu bezeichnenden Davoser Versprechungen von Minister Habeck. Eine Geberkonferenz hier in Berlin soll für die Ukraine nicht unter 400 Milliarden Euro bringen. Mal eben das Tausendfache der geplanten zusätzlichen Agrardieselsteuer. Rücken Sie endlich von solchen Zahlungen alle Welt zulasten der Deutschen ab. Und Sie haben 1000 Jahre lang die Bauern nicht mehr vor Ihrer Tür, jedenfalls nicht wegen der Dieselsteuern. Allerdings vielleicht andere, denn in Ihrem schier unendlichen antideutschen Zynismus wollen Sie ja nun im heutigen Gesetz den deutschen Fischern noch 500 zugesagte Millionen wegnehmen, zudem der Bundesanstalt für Arbeit Milliarden Euro aus deren Rücklagen, was die Beiträge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber zur Arbeitslosenversicherung hochtreiben wird und was übrigens auch verfassungswidrig ist. Und auch in der gesetzlichen Rentenversicherung treiben Sie mit dem heutigen Gesetz die Beiträge hoch, indem die Zuschüsse gekürzt werden. Es ist einfach in Summe ein asoziales Schauspiel, das die Koalition hier abliefert. Man saniert den Haushalt auf dem Rücken der deutschen Landwirte, der Fischer, der Rentner, der Arbeitslosen, während Milliarden für Ausland und CO2-Religion uneingetastet bleiben. Wir brauchen eine Kehrtwende in nahezu allen politischen Bereichen. Frau Präsidentin, werte Kollegen, wir befinden uns in bewegenden Zeiten. Zehntausende Bauern und Bürger unseres Landes haben diese Woche vor dem Brandenburger Tor demonstriert. Scheinbar haben die Regierenden dies aber nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Im Dezember hat die Regierung verkündet, dass ein Aus für die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge und die Abschaffung der Agrardieselrückerstattung nicht zu verhindern seien. Doch nur wenige Tage später war die Kfz-Steuerbefreiung und ihre Abschaffung wieder vom Tisch. Der Ansturm und die Wut der Landwirte hat Sie, meine Damen und Herren auf der Regierungsbank, dazu gedrängt, einen faulen Kompromiss zu schließen. Sie glaubten, dass wenn Sie nur auf einer Ihrer Forderungen bestehen würden, wird das schon irgendwie klappen und die Bauern werden wieder nach Hause gehen und werden sich wieder einen rüberhelfen lassen. Nun ist es aber so, dass die Regierenden in diesem Land die deutsche Landwirtschaft schon
seit vielen Jahren stiefmütterlich behandeln und die Landwirte nicht mehr bereit sind, dies zu akzeptieren. Es ist unverantwortlich, dass die Ampelregierung jetzt die Bauernfamilien die Zeche für ihr Versagen zahlen lassen will. Die beabsichtigten Steuererhöhungen, denn genau das ist es, von mehreren hundert Millionen Euro pro Jahr sind bauernfeindlich und existenzbedrohend für viele bäuerliche Familienbetriebe. Sie müssen deshalb umgehend und ersatzlos wieder gestrichen werden, meine Damen und Herren. Darum fordern wir als AfD die Bundesregierung und auch den Deutschen Bundestag hiermit auf, mit unserem ersten Antrag, die Agrardieselrückerstattung dieses Jahr unverändert beizubehalten. Diese Forderung deckt sich ja auch mit der Forderung, die die CDU hier morgen einbringen möchte. Und um es noch einmal mit aller Deutlichkeit zu sagen, bei der Agrardieselrückerstattung handelt es sich nicht um eine Subvention. Es ist eine Rückerstattung von Steuern, die zu viel gezahlt worden sind. Es ist absolut unangebracht, dort von Subventionen oder gar klimaschädlichen Subventionen zu sprechen. Meine Damen und Herren von der FDP, auch Sie muss ich da ganz klar auffordern, Ihren eigenen Wahlversprechen einzuhalten und nachzukommen und nicht für eine versteckte Steuererhöhung zu stimmen. Ihre Worte waren keine Steuererhöhung mit der FDP. Genau das ist es hier. Mit unserem ersten Antrag haben wir Ihnen eine Brücke gebaut. Kommen Sie mit, lassen Sie uns unsere Landwirte entlasten, beziehungsweise machen Sie es nicht noch schlimmer für unsere Landwirte. Kommen wir nun zu dem zweiten Antrag, den wir eingebracht haben. Dieser ist natürlich noch viel deutlicher und weitergehend. Meine Damen und Herren, im zweiten Antrag fordern wir, dass ab dem Jahr 2025 die Agrardieselrückerstattung verdoppelt wird oder eben wirklicher Agrardiesel, wie beispielsweise in Frankreich oder Belgien, eingeführt wird. Ein solcher Agrardiesel, wie eben in Frankreich oder Belgien, würde dann auch keine Anträge mehr brauchen und tatsächlich eine Entbürokratisierung mit sich bringen. Das ist ja immer ganz wichtig, und das verkünden Sie hier ja auch immer, dass Sie sowas gerne möchten, weniger Bürokratie. Politiker haben den Auftrag, Politik für und nicht gegen die Bevölkerung zu arbeiten. Und vor allem dürfen Politiker nicht für ihre Fehler andere zur Kasse bitten. Der verfassungswidrige Haushalt und die Folge dessen kann und darf die Ampel nicht. Ach, komm, hören Sie auf. Damit können Sie nicht die Bauern belasten und denen noch wieder einen rüberhelfen. Sie haben da auch kein Herz für die Bauern. Aber sicher haben wir das. Meine Damen und Herren, auf den Transparenten am Montag auf der Demo, vielleicht waren Sie ja da und haben es gesehen, standen ja sehr, sehr viele Slogans. Und ich möchte Ihnen gerne mal einen vortragen, den ich da gelesen habe. Und ich hoffe, dass Sie mal darüber nachdenken. Ihr sät nicht, ihr erntet nicht, aber ihr wisst alles besser. Meine Damen und Herren, diese Worte, jeder von uns sollte da mal gründlich drüber nachdenken. Und wir sollten hier in diesem Haus auch mehr mit den Landwirten sprechen und nicht über sie. Denn das ist die Art und Weise, wie Sie hier Politik machen. Wir fordern eine souveräne und starke deutsche Landwirtschaft. Die heimische Landwirtschaft kann aber nur eine Zukunft haben und stark sein, wenn es endlich wieder wettbewerbsfähige und verlässliche Rahmenbedingungen gibt, meine Damen und Herren. Herzlichen Glückwunsch, liebe Ampel, herzlichen Glückwunsch. Aber nicht für diesen agrarpolitischen Bericht. Nein, Sie haben es tatsächlich geschafft, alle unterschiedlichen Beteiligten aus der Branche, alle Gewerke und fast den gesamten Mittelstand auf die Straße zu bringen. Das ist einzigartig, das ist eindrucksvoll. Vom Kleinbauern über die Spediteure, die heute und morgen hier in Berlin sind, vom Biobetrieb bis zum Großbetrieb, von den Handwerkern bis zu den Selbstständigen, das ist einmalig. Sie haben es geschafft, alle gegen sich selbst zu mobilisieren. Und das allein ist eigentlich schon Antwort genug auf diesen Bericht. Ausgerechnet ein ehemaliger Landwirtschaftsminister, Robert Habeck, vergreift sich am Bauerndiesel. Den Bauern über 400 Millionen Steuerrückerstattung zu nehmen, aber andere sinnlose Projekte zu fördern, das können Sie den Leuten nicht mehr erklären. 13 Millionen Euro für gendergerechte Gesellschaften in Westasien, 300 Millionen Euro für Indien für Smart Cities, gendersensitive Dorfentwicklung in Bangladesch, das können Sie den Leuten nicht mehr erklären. Das ist einfach nur noch absurd.
Herr Minister Özdemir, ich rechne Ihnen hoch an, das möchte ich hier auch sagen, dass Sie sich den Demonstranten zumindest stellen. Das traut sich nicht jeder. Aber es kann doch nicht sein, dass Sie sich hinstellen und behaupten, Sie hätten von den Kürzungen nichts gewusst. Wenn das wirklich so wäre, jeder andere Minister hätte seinen Rücktritt angeboten in dieser Situation. Aber Sie haben die Strategie verfolgt, lieber ahnungslos als unfähig. Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Und jetzt kommen Sie mit dem Bauernsoli um die Ecke. Bauernsoli, das ist doch nichts anderes als eine Fleischsteuer. Das Geld kommt bei den Landwirten nicht an. Sie treiben damit absichtlich, das wissen Sie, einen Keil hinein, einen Keil zwischen den Bauern und der Bevölkerung. Und Sie wissen genau, dass die allermeisten hier in Deutschland hinter den Landwirten stehen. Das ist nichts anderes als eine Nebelkerze. Das ist Ablenkung pur. Das ist überhaupt kein Beitrag für sofortige Lösungen. Wir sehen hier in Deutschland einen einmaligen politischen Widerstand auf der Straße. So etwas hat es in der Form noch nicht gegeben. Und diese Bauern kämpfen nicht um eine 35-Stunden-Woche. Sie kämpfen nicht um vollen Lohnausgleich. Sie kämpfen nicht um 3% Lohnerhöhung. Diese Bauern und der Mittelstand kämpfen ums nackte Überleben. Das muss jetzt Kanzlersache sein. Wo ist eigentlich der Kanzler in dieser wichtigen Frage? Aber lassen Sie mich doch noch einmal in den agrarpolitischen Bericht reinschauen. Dort ist das nächste Problem längst in der Landwirtschaft angekommen. Sie schreiben es selbst im Bericht, dass die Pachtpreise, dass die Preise für Boden gigantisch gestiegen sind. Bei der Pacht sind es 62%, beim Kauf sind es über 150% in den vergangenen 10 Jahren Steigerung. Ein Bauer in Bayern, der sich 20 Hektar kaufen will, hätte vor 10 Jahren knapp 500.000 Euro zahlen müssen. Heute müsste er fast 1,5 Millionen Euro hinlegen. Welcher Bauer soll das bezahlen? Welcher Junglandwirt hat da noch irgendeine Chance, die nächsten Jahrzehnte mitzuhalten? Und in dieser Situation, das steht auch in dem Bericht, in dieser Situation verschärfen Sie in unglaublicher Art und Weise das Problem auch noch. Unsere guten Böden, die wir für die Produktion, für unser tägliches Essen benötigen, diese Böden überlassen Sie den Spekulanten für die gigantischen Windkraftanlagen. Sie überlassen sie den Investoren für die Photovoltaikanlagen. Das ist reiner Flächenkannibalismus. Das ist, liebe Kollegen, eine hochsubventionierte Landschaftszerstörung. Kommen Sie bitte wieder zur Besinnung. Diese Böden und Äcker, die benötigen wir für unseren Selbstversorgungsgrad. Wir müssen doch unsere Landsleute jederzeit mit guten Lebensmitteln versorgen können. Das ist unsere Lebensversicherung für unser Land und gegen alle Krisen. Und was machen Sie? Rot, Grün, Gelb. Sie bringen hier einen Antrag ein und zählen 7 Fragen auf. Und diese Fragen sollen jetzt beantwortet werden. Sagen Sie mal, wollen Sie eigentlich die Demonstranten da draußen veräppeln? 2 Jahre unsere Bauern drangsalieren? Und jetzt wollen Sie 7 Fragen beantwortet wissen. Das ist doch unglaublich. Das ist sowas von abgehoben. Man kann es nicht fassen. Die Demonstrationen werden weitergehen, die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate. Und die Demonstranten haben alles Recht auf ihrer Seite. Und eines sage ich Ihnen, wer diese ehrlichen Leute da draußen mit Schwurblern oder Ewiggestrigen gleichsetzt, wer behauptet, diese unsere Bauern seien gekapert, tut mir leid, liebe Kollegen, dafür gibt es nur ein Wort, das ist schäbig. Diese friedlichen Demonstrationen wurden nicht gekapert. Gekapert wird in diesem Land die Meinungsfreiheit. Gekapert worden ist schon längst der demokratische Diskurs. Treten Sie zurück, machen Sie den Weg frei für Neuwahlen. Bereits am 29. März 2022 waren ukrainische und russische Unterhändler in Istanbul einem Frieden sehr nahe gekommen. Der damalige israelische Ministerpräsident Bennett, ich zitiere ihn mit Erlaubnis der Präsidentin, sagte: Ich hatte den Eindruck, dass beide Seiten großes Interesse an einem Waffenstillstand hatten und zu erheblichen Zugeständnissen bereit waren. Doch vor allem Großbritannien und die USA haben diesen Prozess beendet und auf eine Fortsetzung des Krieges gesetzt. In der Präambel damals war man sich einig, dass der Kriegsgrund die geplante NATO-Erweiterung war und konzentrierte sich daher auf die Neutralität der Ukraine und den Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft. Im Gegenzug würde sie ihre territoriale Integrität mit Ausnahme der Krim behalten haben.
Die westliche Blockierung hat nun allen geschadet, Russland und Europa, aber vor allem den Menschen in der Ukraine, die mit ihrem Blut für die Ambitionen der Großmächte bezahlen. Meine Damen und Herren, genau vor einem Jahr hat die AfD eine Friedensinitiative hier in diesen Bundestag eingebracht. Wir fordern die Bundesregierung auf, sich mit Nachdruck für die Entsendung einer internationalen Friedensdelegation unter Mithilfe der OSZE und einen sofortigen Waffenstillstand einzusetzen. Danach könnten die Kriegsparteien Konfliktlösungen für einen dauerhaften Frieden erarbeiten. Die Schaffung von Mandatsgebieten, vielleicht unter UN oder OSZE, der schrittweise Rückzug Russlands auf den Stand vor Februar 2022 bei gleichzeitiger Reduzierung der militärischen Unterstützung der Ukraine, die schrittweise Aufhebung der Sanktionen, die Umsetzung des Macron-Vorschlags vom Dezember 2022, der Durchführung von Referenden unter Kontrolle der OSZE und nach einer vorherigen Rückkehr der Kriegsflüchtlinge. Eine privilegierte EU-Partnerschaft für die Ukraine unter der Bedingung, dass sie kein NATO- und kein EU-Mitglied wird. Die Krim-Frage könnte, wie vorgesehen, innerhalb von 15 Jahren durch bilaterale Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland gelöst werden. Alle begangenen Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht sollen aufgeklärt werden. Diese Vorstellungen, und das wissen wir heute, decken sich fast eins zu eins mit dem fast fertig paraffierten Vertrag von Istanbul. Sie sind auch in dem Geist den beiden Verträgen von Minsk sehr ähnlich. Dessen Umsetzung haben wir Europäer laut Angela Merkel aber wohl nie im Sinn gehabt. Und das ist ein fataler Fehler. Hier im Bundestag geht es seit immer nur um mehr. Mehr Waffen, mehr Geld, mehr Sanktionen und so weiter. Und das Ergebnis? 450.000 Ukrainer sind gefallen. Der US-Kongress hat die Hilfen weitgehend eingestellt. Deutschlands BIP schrumpft um 0,3%, das russische wächst um 5,8%. Selenskyj muss 500.000 Soldaten, meist alte Männer und Jugendliche, mobilisieren. EU-Staaten sollen Kriegsdienstverweigerer ausliefern. Alle westlichen Zusagen haben nicht darüber hinweg geholfen, dass die Gegenoffensive gescheitert ist. Die Nummer zwei der Ukraine, Saluschny, warnt in Richtung Selenskyj, man könne sein Volk nicht fortwährend belügen. Durch den Verfassungsbruch der Ampel fehlen mindestens 19 Milliarden Euro pro Jahr im Haushalt. Ziemlich genau die Summe, die diese Regierung in der Ukraine in Rauch aufgehen lassen hat. Und durch diesen Sparzwang wird nun sogar unser Parlament betrogen. Die Bundeswehr muss zukünftig das an die Ukraine gelieferte Material aus den 100 Milliarden Euro Sondervermögen einsetzen. Ist das deutsches Interesse? Die Zustimmung zu Ihrer Politik ist mit 17% auf dem niedrigsten Stand seit 1949 gefallen. Das Vertrauen in die Demokratie ebenfalls. Meine Damen und Herren, heute wollen wir namentlich abstimmen. Wer diesen Weg des Irrens weitergehen will, und wer sich unserem Bemühen um Frieden anschließt. Die Bürger im Land sollen erkennen und werden wählen können, wer zukünftig verantwortlich mit ihren Interessen umgeht. Selenskyj hat per Dekret Verhandlungen mit Putin verboten. Deswegen trafen sich in Davos 83 Länder zu einem Fake-Friedensgipfel ohne Russland und ohne ein Ergebnis. Frieden kann man aber nur mit seinem Gegner schließen. Machen wir dafür den Weg frei und kehren zu einem Europa der Vernunft zurück. Lieber Politoffizier Banatschak, vielleicht hören Sie jetzt ein bisschen zu. Zunächst mal ein großes Dankeschön an die Bauern für ihren Mut und ihren Einsatz, hierher zu kommen, und auch einige der Spediteure. Aber im Prinzip hätten nicht nur mehr Spediteure, es hätten hier die Busunternehmer stehen müssen, es hätten hier die Taxiunternehmer stehen müssen und eigentlich auch alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sie da oben auf der Tribüne, bei mehr als 50% Abgabenlast auf Ihren Lohn, meine Damen und Herren. Und bleiben Sie bitte standhaft, demonstrieren Sie hier so lange, bis diese schlechteste Regierung aller Zeiten, die für mich die Verkörperung des Morgentauplans ist, abtritt oder Sie Ihre Ziele hier wirklich durchsetzen, meine Damen und Herren. Für sage und schreibe 1 Promille mehr Steuereinnahmen, weil Sie unfähig sind, einen verfassungsgemäßen Staatshaushalt aufzuschalten. 1 Promille, 400 Millionen Mehreinnahmen, bei 400 Milliarden Euro Gesamtsteueraufkommen, wollen Sie ganze Wirtschaftszweige in Deutschland tatsächlich ruinieren. Die Bauern sind Sie dabei zu ruinieren. Sie haben bereits sturmintensive Betriebe hier in Deutschland ruiniert. Sie sind dabei, die Kfz-Industrie zu ruinieren. BASF geht bei einem der größten Chemiefabriken nach China und baut die nicht in Ludwigshafen aus, meine Damen und Herren. Sie sind hier die Spalter und gefährden den Wohlstand. Sie legen Axt an den Wohlstand der Deutschen. Treten Sie ab. Bei Ihnen ist der Facharbeitermangel am größten. Und bei Ihren Bildungsdefiziten, Herr Banatschak, wundere ich mich nicht über solche Äußerungen.
Und was ich in der Anhörung gelernt habe, das war ganz spannend, insbesondere zum Haushaltsfinanzierungsgesetz, wie unfähig Ihre Politik und wirkungslos sie auch noch ist. Schweine im Weltall, sage ich mal. Die Bauern, die Schweineproduktion hat sich aus Deutschland nach Spanien verlagert. Nach wie vor, Sie können ja mal den Deutschlandfunk hören, wollen die Deutschen aber bei ihrer katastrophalen Politik bei 20% Kaufkraftverlust, meine Damen und Herren. Sie kennen selbst Inflation, Strompreise, Energiepreise. Sie kennen das alles, CO2-Bepreisung. Die Produktion hat sich nach Spanien verlegt. Und frage ich mich, fliegen die Schweinehälften dann hierher, weil der Konsum bleibt so? Oder was passiert? Und jeder, der schon mal in Spanien war, ich glaube, viele Deutsche kennen das 17. Bundesland Mallorca. Dort sehen Sie dann Schweinestallbetriebe mit Klimaanlagen. Das ist dann besonders nachhaltig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Man wirkt wirklich zu viele Bildungsabbrecher mittlerweile in Ihren Reihen. Und da zähle ich Sie, Herrn Banaschak, auch mit zu. Und dann muss man sich noch anhören von Kollegen der SPD, die wissen noch nicht mal, was unelastisch ist, ich erkläre das. Die Bauern können ja noch nicht mal bei der Rückerstattung der Agrardieselkosten ausweichen, weil E-Traktoren, meine Damen und Herren, hören Sie sich das auf der Tribüne an, die sind frühestens als Prototypen von Fendt und Deere, die haben das, sind große Produzenten, ab Ende des Jahres zur Verfügung, meine Damen und Herren. Diese Regierung treibt also unsere Landwirte und auch die Veredelungsbetriebe in massenhafte Pleiten. Das ist wirklich toll, Frau Künast, da brauchen Sie auch nicht so das Gesicht zu verziehen. Tja, kommen wir zu weiteren Dingen. Liebe CDU, CSU, ist es eben genannt worden. Wer hat denn sonst hier in der Regel die Landwirtschaftsminister gestellt? Und jetzt können Sie sich tatsächlich ehrlich machen. Meine Kollegen haben nämlich zur Rückerstattung der Diesel, und das ist keine Subvention, das ist eine Rückerstattung, vielleicht mal in Ihr Stammbuch geschrieben. Sie können sich jetzt ehrlich machen, ob Sie eine schwarz angemalte grüne Partei vom Inneren sind, mit Ministerpräsidentin wie Wüst oder Herrn Günther, die ja eigentlich sich gleich bei der Grünen Partei bewerben können. Wir haben Anträge vorgelegt, mit Drucknummern entsprechend, Beibehaltung der Rückerstattung und zum 1.1.25 sogar Verdopplung. Und das ist bei dieser galoppierenden Inflation, bei dieser CO2-Bepreisung und den Strompreisen auch nur richtig. Wir stehen hinter den Bauern. Sie stehen seit 16 Jahren nicht mehr hinter den Bauern. Wir waren es, die ja im Mai 20 bereits gesagt haben, dauerhaft 7% auf Speisen und Getränke. Sie gingen ja nur den halben Weg auf Speisen. Wir sagen 7% dauerhaft auf Speisen und Getränke. Und da ist Ihr dementer Kanzler ja auch offensichtlich wieder mit Erinnerungslücken behaftet. Der hat noch in der Bundestagswahl während der Werbung im September 21 gesagt, mit mir wird es keine Erhöhung mehr geben, wir bleiben dauerhaft bei diesen 7%. Mal wieder ein Chaotenkanzler, und den sollten Sie wirklich auswechseln. Man hört ja schon, Herr Pistorius steht bereit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kommen wir aber noch zu einem anderen Punkt. Auch das war in der Anhörung deutlich. Sie sind auch gerade dabei, die deutsche Luftfahrt zu ruinieren. Auch da gehen Sie daher und wollen tatsächlich entsprechend für diese 400 Millionen die Ticketpreise nach 3 Distanzklassen erhöhen. Dort haben sogar Ihre eigenen Sachverständigen gesagt, dass das nicht zielgerichtet ist. Es wird nicht zu weniger CO2-Emissionen führen. Nicht weniger Leute werden reisen, aber die werden alle aus dem Ausland reisen. Zahlengefällig, Herr von Randow hat es klar auf den Punkt gebracht. Wir sind nur noch bei 71% Vor-Corona-Niveau, während wir im europäischen Umland mittlerweile bei 122% sind. Auch hier sind Sie dabei, Hand an die Wirtschaft zu legen und Arbeitslosigkeit zu produzieren. Treten Sie zum Wohle dieses Landes ab. Kommen Sie bitte zum Schluss. Machen Sie den Weg für Neuwahlen frei. Sie sind die größte Fehlbesetzung und Katastrophe in der deutschen Geschichte. Danke. Der Halbzeitbericht der Bundesregierung zur Agenda 2030 liest sich wie das Schlagwortregister der Nachhaltigkeitsstrategie. Jede Phrase, das heißt ja auch noch so abgedroschen, wird präsentiert, um die geplante vollumfassende Transformation zu rechtfertigen. Obwohl der Bericht die Halbzeitbilanz der Agenda 2030 mit seinen 17 Nachhaltigkeitszielen sein soll, argumentiert er entlang der 6 Kapitel der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Und dabei wird klar, dass es für Sie eigentlich nur ein einziges Thema gibt, die große, die grüne Transformation. Egal welches Kapitel, spätestens beim dritten Satz schwelgen Sie im Traum vom totalen Umbau der Gesellschaft. Während Sie Ihre Absichten in emotionalem Schönsprech zu verbergen suchen, tropft an vielen Stellen dennoch Ihre ungeschönte Klientelpolitik heraus. Sie sprechen von sozialer Gerechtigkeit und klopfen sich für das Bürgergeld auf die Schulter, ohne zu erkennen, dass jedem Euro aufwandslos ausgezahltem Bürgergeld die gleiche Summe unentlohnter Arbeit gegenübersteht, also dem staatlichen Zwang, nichts von den Früchten der eigenen Arbeit zu haben. Die Härten, die Sie dabei zumuten, verteilen Sie eben nicht gerecht, sondern entlang Ihrer politischen Klientelpolitik.
Den Spediteuren werden höhere Steuern zugemutet, während sie ihre städtischen Klientel die Kosten für den ÖPNV aus eben diesem Steueraufkommen bezahlen wollen. Und das ist das Gegenteil von sozialer Gerechtigkeit. Und damit ist es nicht im Sinne der sozialen Ziele der Agenda 2030. Weit außerhalb sozialer Gerechtigkeit ist auch die Verwendung der finanziellen Mittel. Den eigenen Bürgern werden immer neue Lasten auferlegt, während ihre Spendabilität in der großen, weiten Welt keine Grenzen kennt. Und das Transparenzportal des BMZ listet ihre Verschwendung detailliert auf. Zum Beispiel 1,6 Milliarden Euro für palästinensische Gebiete, unter anderem für den Ausbau der Wasserversorgungsinfrastruktur, was nichts anderes ist als das Material für die von der Hamas auf Israel abgefeuerten Qassam-Raketen. Weitere 1,6 Milliarden Euro nach Serbien, unter anderem zur Förderung der Energieeffizienz öffentlicher Gebäude oder der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit im ländlichen Raum. Ja, das hätten unsere Landwirte auch gerne. Indien fliegt mit Chandrayaan 3 erfolgreich zum Mond. Herzlichen Glückwunsch dazu, tolle Leistung. Bekommt aber weiterhin 8,8 Milliarden Euro aus Deutschland geschenkt, während sie den Menschen in Deutschland den Lebensunterhalt, das Essen, Trinken, Wohnen und Reisen verteuern. Überhaupt hat die Verschwendungssucht der Regierung neue Höhen erreicht. Weist das Portal von 1973 bis 2000 ca. 500 Projekte aus, so sind es ab 2000 über 30.000 Projekte. Und aktuell laufen laut BMZ 8.095 Projekte. 8.095 Maßnahmen, mit denen Sie jetzt aktuell die Früchte der Arbeit von Angestellten, Arbeitern und Unternehmern freigebig in der Welt verteilen, während Sie für die Fleißigen in Deutschland ständig neue Härten schaffen. Sie stellen damit klar, an welcher Stelle für Sie Ihr Souverän, der deutsche Bürger, kommt. Da kommt nämlich nach all Ihren Verschwendungsprojekten an Stelle 8.096. 8.096. Meine Damen und Herren, der Halbzeitbericht liefert keine zufriedenstellenden Antworten auf die Frage, wie die Staatengemeinschaft als Ganzes die Ziele besser erreichen kann. Er unterstreicht die Einseitigkeit der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem er nahezu monokausal die klimatische Veränderung als Problemursache benennt und demzufolge nur die grüne Transformation mit all ihren ökonomischen und sozialen Verwerfungen als Lösung anbietet. Wenn Sie halt nur einen Hammer haben, sieht alles wie Sie aus wie ein Nagel. Sie machen keine Politik für die Menschen, für deren Wünsche, Hoffnungen und deren berechtigte Anliegen. Und als Folge davon wird es einsam um Sie, und die Wähler wenden sich einfach denjenigen zu, die diese Wünsche, Hoffnungen und Anliegen ernst nehmen. Und das ist derzeit ausschließlich die AfD. Die Verleihung der Staatsbürgerschaft ist eigentlich eine Auszeichnung. Eine Auszeichnung an eine Person, die durch seinen persönlichen Einsatz zum Gedeihen des Gemeinwesens beigetragen hat, der sich bemüht hat, Teil der Gemeinschaft zu werden. Eine Leistung, die mit der deutschen Staatsbürgerschaft damit belohnt wird, mit allen Rechten, aber auch Pflichten. Die Verleihung der Staatsbürgerschaft ist eine Würdigung der Person, an die sie verliehen wird. So sollte es zumindest sein. In welcher Schieflage das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht durch die voranschreitende Liberalisierung seit der Kanzlerschaft Schröders geraten ist, zeigt die Debatte um die Einführung neuer Tatbestände zum Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft. Aus den Reihen der Union, SPD und auch AfD wird der Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft zum Beispiel für eingebürgerte Antisemiten gefordert. Silvesterausschreitungen, Angriffe auf Sicherheitskräfte, Clankriminalität, Scharia-Polizeifantasien an deutschen Schulen, Schwimmbadkrawalle, alles heute und zukünftig mit deutscher Staatsangehörigkeit möglich. Und der Bürger fragt sich, warum? Von Merkel bis Scholz wurde gefordert, dass alle Ausländer ohne Bleiberecht ausgewiesen werden müssen. Das nennt man auch nach der Definition der Bundeszentrale für politische Bildung Remigration. Nichts anderes fordert die AfD. Und wir alle empörten dieser Tage. Wo waren Sie eigentlich im letzten Sommer, als auf Vorschlag der Ministerkonferenz und Frau Innenministerin Faeser darüber nachgedacht wurde, man wolle Clanmitglieder auch dann abschieben, wenn diese keine Straftat begangen haben? Als Sippenhaft, ohne jegliches Verschulden, ohne Verurteilung wegen einer Straftat, sollen diese wegen Verbrechen von Familienangehörigen abgeschoben werden, so Frau Faeser und die Ministerkonferenz. Keine Strafe ohne Gesetz und ohne Schuld sind tragende Säulen unserer Verfassung und jeder Demokratie. Diese Überlegungen Faesers verstoßen gegen diese demokratischen Grundregeln, gegen Artikel 2 in Verbindung mit 103 Grundgesetz. Wo waren hier die betroffenen Politiker der Altpartei mit ihrem Nazi-Geschwurbel? Wo war Korrektiv? Wo waren hier die Sondersendungen der ARD und ZDF? Wo waren hier die Empörten auf der Straße? Das sollten Sie sich alle vor Augen führen, die von Deportation und Wannsee-Konferenz fabulieren, wo industrielle Vernichtung von Menschenleben beschlossen worden sind, Frau Ministerin Abalabi Radovan.
So relativiert man die Verbrechen der Nazis, so verhöhnt man Opfer. So verhöhnt man Opfer. Man sollte eigentlich meinen, dass angesichts solcher Diskussionen die Aufweichung des Staatsangehörigkeitsrechts aus den vorgegangenen Legislaturperioden auf den Prüfstand gestellt werden. Stattdessen fordert die Ampel heute die Turbo-Einbürgerung. Die stolze Staatsbürgerschaft soll verramscht werden an quasi alle, die sich 5 bis 2, 3 Jahre in Deutschland aufgehalten haben. Deutschkenntnisse kaum noch nötig. Doppelpass die Regel. Bald dürfen wir neben in den Schulen und DITIB auch die Erdogan-Partei AKP hier in dem Parlament begrüßen, wahrscheinlich als Ersatz für Sie. Das ist des Pudels Kern. Sie wollen die Staatsbürgerschaft nutzen, um ihre gescheite Migrationspolitik zu verteidigen. Und hier werden Ihre Lebenslügen enttarnt. Lebenslüge 1, wir sind ein Einwanderungsland. Wir sind kein modernes Fachkräfte-Einwanderungsland, wir sind ein Fachkräfte-Auswanderungsland, ein Opferland. Einwanderungsländer suchen sich ihre Einwanderer und ihre Fachkräfte aus. Die zweite Lebenslüge, die Migration nach Deutschland werde benötigt, um das Demografie- und Facharbeiterproblem zu lösen. Aber nach Deutschland wandern illegale Migranten nur in die Sozialsysteme aus. Haben jetzt gerade 2 neue Studien belegt. Einmal in den Niederlanden, dass Migranten aus Afrika und arabischen Ländern die Volkswirtschaft in der Regel mit 600.000 Euro Kosten belegt, während Einwanderer aus den USA, Japan und EU der Volkswirtschaft zwischen 400.000 und 600.000 in die Sozialkassen einspülen. Warum dann Einbürgerung? Auch Professor Raffelhüschen, ein ausgewiesener Fachmann, warnt in einer neuen Studie, dass die Zuwanderung, die Sie betreiben, uns bis jetzt 5,8 Billionen Euro gekostet hat. 5,8 Billionen Euro, das sind fast 6.000 Milliarden Euro bis jetzt. Machen wir weiter so mit nur 300.000 Migranten pro Jahr, das sind ja Zahlen, von denen wir Sie träumen. Haben jetzt noch einen Satz, bitte. Ich komme zum Schluss. Wächst diese Lücke auf 19,2 Millionen Billionen an. Fazit Professor Raffelhüschen. Machen wir weiter so, sind wir dumm wie Stroh. Dem schließe ich mich an. Die Eigenmittel sind ein weiteres Leck sozusagen im deutschen Steuersäckel und ein weiterer Einfüllstutzen für die EU, was auch immer sie damit betreibt. Hier geht es unter anderem sogar um den großen Widerspruch befristeter Eigenmittel auf Grundlage von Unternehmensstatistiken, befristete Eigenmittel andererseits, aber auf der anderen Seite wieder eine angemessene langfristige Finanzierung des EU-Haushalts. Ja? Also alles, was mit irgendwelchen Begründungen, Griechenland-Krise, Finanzkrise, Euro-Krise, auf Zeit eingeführt war, wir haben es beim EFSF etc. erlebt und dann beim ESM, wurde verstetigt, in der Summe erhöht und nichts anderes ist auch hier zu erwarten. Und ohnehin müsste man mal rangehen an diese Begrifflichkeit, die Eigenmittel, als ob etwas selbst erwirtschaftet würde und von Vertragswegen Zustände. Also diese Eigenmittel kommen auch von anderen Leuten und im Kern geht es um die Zuweisungen der Mitgliedstaaten. Ob das jetzt die Zolleinnahmen sind, die am Anfang ja ausgereicht haben, Zuckerabgabe etc., als der EU-Haushalt zu 100% aus Agrar bestanden hat, ja, bis in die 70er Jahre. Und dann kam der Anteil an der Mehrwertsteuer dazu. Und dann kam schließlich dieser Anteil vom Nationaleinkommen, der das Säckel füllt und mittlerweile auf über 1 Billion Euro für den mehrjährigen Finanzrahmen für die 7 Jahre hergibt. So. Und das hat sich jetzt verdoppelt durch den Eigenmittelbeschluss 2020 schon, ja, der diese 750 Milliarden zu Preisen von 2018, also eigentlich reden wir von 800 Milliarden, hergibt. Nahezu verdoppelt hat sich dieser EU-Haushalt, der nur noch zu etwas mehr als 40% für Landwirtschaft ausgegeben hat. Also es kann nicht darum gehen, ständig neue Kategorien zu entwickeln, bestehende zu verstetigen, sondern gewisse Fässer müssen eben auch mal nicht neu befüllt, sondern dicht gemacht werden. Und eigentlich ist es darum zu tun, dass dieses 1%, auf das man sich mal geeinigt hatte, und da kann man sich darüber streiten, ob das jetzt vom Nationaleinkommen brutto oder eher netto sein sollte, dass 1% verausgabt für fragwürdigste Sachen
Und insbesondere dieser Corona-Wiederaufbaufonds zeigt uns, dass wir es mit einer ganz anderen Geschichte zu tun haben als mit einem permanenten Marshallplan. Und der große Unterschied ist ja auch, dass der Marshallplan, dieser ständige Transfer oder der anfängliche Transfer, in 4 Jahren beendet war und auch zurückgezahlt wurde. Ganz anders bei den EU-Fonds und wie auch immer sie sich nennen, das wird nicht zurückgezahlt. Wird es denn wenigstens vernünftig investiert? Nein, ja. Also in der Landwirtschaft schon mal eher weniger. In den anderen Sachen sehen wir, dass das eigentlich noch fragwürdiger ist und alles, was mit den schönen Begriffen Kohäsion etc. daherkommt, eigentlich schon in einem einzelnen Land nicht wirklich hergestellt werden. Es kann keine Einkommensgleichheit in Norddeutschland, Ostdeutschland und Süddeutschland geben. Die nationalen Verhältnisse sind schon inhomogen genug. Es wurde das Grundgesetz geändert und die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse innerhalb Deutschlands angestrebt. Anders kann es auch in der EU nicht sein. Und diese Gelder haben mittlerweile den Umfang von dem, was die Welt als Weltentwicklungshilfe bekommt. Ja? 150 Milliarden Dollar hier, EU-Haushalt normal 150 Milliarden. Und dann kommt noch der NGO darauf, über 200 Milliarden. Wird das Geld vernünftig ausgegeben? Nein, das alte Geld wird nicht vernünftig ausgegeben, das neue erst recht nicht. Im Sondervotum von Richter Müller, ehemals Ministerpräsident und Richter im Verfassungsgericht, wird auch klar moniert, dass hier die Struktur des Haushalts verändert wird. Also es kann nicht darum gehen, sich neue Eigenmittel und Kategorien auszudenken, sondern es geht hier um ein klares Nein und ein Rückfahren des Bestehenden und auch eine substanzielle Verringerung des EU-Haushalts. Und das Zahlenspiel sieht für Deutschland eigentlich so aus, selbst wenn wir uns jetzt mal den Programmpunkt nehmen, Agrarsubventionen zurückführen, Agrarpolitik zurückführen in die nationale Verantwortung. Wir zahlen 40 Milliarden nach Brüssel, bekommen etwa die Hälfte zurück. Und wenn davon die Hälfte dann eben auch noch für Agrar ausgegeben würde, hätte Deutschland 10 Milliarden für seine Bauern und anderen Werktätigen. Und wenn andere Länder das Gleiche machen und auch eine sehr viel größere Übersichtlichkeit national und regional gewährleistet ist, als wenn das zentral über Brüssel läuft, da sind wir einen gewaltigen Schritt weiter. Und der erste Schritt ist weniger Geld, am besten gar kein Geld für die falschen Zwecke, und die Eigenmittel sind der falsche Weg. Die Union legt heute einen Antrag zur Bekämpfung potenzieller Terroristen vor. Und in der Tat ist es wichtig und richtig, dem Totalversagen der Ampelkoalition in diesem Bereich endlich eine effektive Terrorbekämpfung entgegenzusetzen. Es ist nämlich schlicht unerträglich, dass in unserem Land die islamistische Terrorgefahr immer größer wird und diese Regierung sich beharrlich weigert, endlich effektive Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dass die Bürger in unserem Land mittlerweile sogar an Weihnachten beim Betreten des Kölner Doms Angst um Leben und Gesundheit haben müssen, weil mit einem islamistischen Anschlag zu rechnen ist und Touristen deswegen den Kölner Dom sogar nicht einmal betreten dürfen, zeigt den absoluten Kontrollverlust dieser Regierung. Die Ampelkoalition hat unser Land zu einem Eldorado von islamistischen Terroristen verkommen lassen, und deshalb muss sie auch so schnell wie möglich weg. Aber CDU/CSU und Terrorbekämpfung, war da nicht irgendwas? Ach ja, die CDU/CSU hat ja 2015 unter Kanzlerin Merkel nichts gegen die illegale Massenmigration in unser Land unternommen. Im Gegenteil, durch Selfies der Kanzlerin mit sogenannten Flüchtlingen wurde die ganze Welt nach Deutschland eingeladen. Und dass sich unter diesen Millionen illegaler Migranten potenzielle islamistische Terroristen in großer Zahl befinden, war jedem Sicherheitsexperten völlig klar. Ich darf in diesem Zusammenhang an das Schreiben des ehemaligen Innenstaatssekretärs und BND-Chefs August Hanning vom Oktober 2015 erinnern, in dem auf alle Gefahren hingewiesen wurde, die sich mittlerweile realisiert haben. Jeder bei klarem Verstand wusste, dass das Zulassen einer ungehinderten Massenmigration sicherheitspolitisch Wahnsinn ist, aber getan hat die CDU/CSU rein gar nichts. Und so kam, was kommen musste. Unter Ihrer Regierung ist die Zahl der islamistischen Gefährder und das islamistisch-terroristische Personenpotenzial in unserem Land regelrecht explodiert. In Ihre Regierungszeit fällt der bisher schwerste Terrorangriff in Deutschland
am Berliner Breitscheidplatz mit 13 Toten und unzähligen Verletzten. Also wenn wir von sicherheitspolitischen Totalversagen reden, dann steht die CDU-CSU der Ampelkoalition in nichts nach. Sie haben im Jahr 2015 mit Ihrer Weigerung, die Grenzen zu schließen, den islamistischen Terror erst in großer Zahl nach Deutschland gelassen und damit dem verheerenden Migrationskurs der Ampel den Boden bereitet. Und deshalb ist Ihr heutiger Antrag nicht nur unglaubwürdig, nein, er ist geradezu heuchlerisch. Und der entscheidende Punkt bei der Bekämpfung des islamistischen Terrors ist und bleibt eine massive Kehrtwende in der Migrationspolitik. Wir hatten letztes Jahr fast 330.000 Asylerstantragsteller aus überwiegend islamischen Ländern. Solange wir mit dieser völlig verfehlten Politik weitermachen, kommen ungehindert immer mehr potenzielle islamistische Terroristen in unser Land. Das ist sicherheitspolitisches Harakiri, und das muss endlich gestoppt werden. Und zu dieser Thematik findet man in Ihrem Antrag kein einziges Wort. Das spricht doch Bände. Man muss es sagen, wie es ist. Ihr Antrag blendet das Kernproblem bei der Terrorbekämpfung vollkommen aus und ist deshalb schlicht wertlos. Natürlich enthält Ihr Antrag auch gute Elemente, die Sie aber von der AfD abgeschrieben und in Ihrer Regierungszeit abgelehnt und wahlweise entweder als unmöglich oder als fremdenfeindlich und rassistisch diffamiert haben. Glauben Sie nur nicht, dass der Bürger das nicht merkt. Und der Bürger weiß vor allem eines: Solange die CDU-CSU zur AfD eine Brandmauer aufgebaut hat, wird es keine effektive Terrorbekämpfung in Deutschland geben, denn keine der anderen Fraktionen ist auch nur im Ansatz bereit, ihre Vorschläge umzusetzen. Im Klartext: Wer CDU-CSU wählt, bekommt grüne Politik. Wir von der AfD, wir hatten immer recht. Unsere Vorschläge zur Wiederherstellung der inneren Sicherheit waren 2015 schon richtig und sind es noch heute. Und deshalb gilt: Wer Terror in Deutschland effektiv bekämpfen will, für den führt kein Weg an der AfD vorbei. Die Bundeswehr ist immer noch nicht in der Lage, dem Auftrag der Landes- und Bündnisverteidigung nachzukommen. Das ist in aller Kürze und Härte das Fazit der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages. Es fehlt weiterhin an Material. Beim Personal ist auch nichts passiert. Ganz im Gegenteil. Die Bundeswehr schrumpft. Reformen haben keine Früchte getragen. Und insgesamt stehen unsere Streitkräfte heute schlechter da als noch 2022, also in dem Jahr, als ja der Bundeskanzler die große Zeitenwende ausgerufen hat. Das ist geradezu skandalös, wenn man bedenkt, dass die politische Führung in diesem Land über ein Ernstfallszenario mit Russland nachdenkt. In der Springer-Presse konnten wir ja am Wochenende lesen, dass es Geheimdokumente gäbe, wonach die Bundesregierung mit einer Eskalation bereits in diesem Jahr rechne. Aber wo bleiben denn dann die notwendigen Investitionen in Munition und Material, meine Damen und Herren? Und wo bleibt eigentlich, Herr Pistorius, die Wiedereinführung der Wehrpflicht? Das wird von Ihnen zwar immer auch heute wieder rhetorisch gern gespielt, aber anstelle schneidige junge Männer mit vaterlandstreuer Haltung zu adressieren, setzen Sie lieber auf Ihren Diversitätsfetischismus und ein reines Arbeitgeberprofil. Sie haben effektiv nichts dafür getan. Sie haben nichts dafür getan, dass unsere Streitkräfte wieder wehrfähig werden. Sie haben die Bundeswehr auch die letzten zwei Jahre wieder für ihre Gesellschaftsexperimente und als Materiallager für die Ukraine missbraucht. Und auch beim Umgang mit dem Kommando Spezialkräfte ist in diesem Zusammenhang ja etwas symbolisch. Nach einer unsäglichen Hetzjagd gegen unsere besten Soldaten wollen Sie beim Nachwuchs, Zitat, keine toxischen Typen mehr, wie Frau Strack-Zimmermann es ja in ihrer gewohnt angemessenen Sprachwahl formulierte. Aber was glauben Sie denn, wer in so einem Ernstfall für unsere Sicherheit kämpfen würde? Meine Damen und Herren, das ist sicherlich nicht der linksgrüne Sozialpädagoge. Zum einen wollen Sie uns also für einen Krieg gegen Russland vorbereiten, zugleich aber schwächen Sie die materielle Ausrüstung und die Leistungsfähigkeit unserer Truppe. Da stellt sich ja einem fast die Frage, ob es nicht in Wahrheit Sie sind, die hier den Russen einmarschieren lassen wollen. Ganz anders kann man sich diese widersprüchliche Politik der großen Provokation nach außen und der bunten Schwächung nach innen kaum erklären.
Die ersten behaupten ja bereits, dass unsere Freiheit auch noch in Taiwan verteidigt werden müsste. Dabei ist völkerrechtlich überhaupt gar kein Spielraum. Die AfD sagt ganz klar, kein deutscher Soldat und kein deutsches Marineschiff haben etwas im Indopazifik zu suchen, sei es als kopflose Provokation gegen Peking oder gar als Kombattant. Sie pokern hier mit dem Leben unzähliger deutscher Soldaten und Zivilisten um die Gunst der USA und anderer NATO-Partner. Mehr ist es nicht. Und selbst dann sind Sie nicht einmal in der Lage, alles Notwendige zu unternehmen, um unsere Truppe wenigstens für solch einen Ernstfall vorzubereiten. Eine Regierung, die außenpolitische Kriege herbeifantasiert, aber zugleich die Streitkräfte zur Dauerbaustelle macht, die ist nicht nur inkompetent, meine Damen und Herren, die ist auch gefährlich. Die Verteidigungsfähigkeit der Truppe kommt erst durch einen gesellschaftlichen Willen zur Verteidigung des Eigenen zurück und den Kampf für das Eigene, für unser Volk, für unsere Heimat und für unser Vaterland. Diesen Kampf führt in diesem Land nur die Alternative für Deutschland, und damit stehen wir, meine Damen und Herren, ganz ohne Kriegsgeilheit fest an der Seite unserer Soldaten und unserer Bundeswehr. Vielen Dank.